Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Und ja, das fragt ihr mich die ganze Zeit. Deswegen machen wir das jetzt mal. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das tue. Du musst dich dafür also nicht mal anstrengen, was? Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist. Ich meine, schau dir Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören, oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Ist Diamond City wirklich in Gefahr? Ist ja nicht so, als stünden Raider vor den Toren. Machst du Witze? Es besteht eine sehr reelle Chance, dass die Führung der Stadt von einem Institut Synth infiltriert wurde. Ein Synth, der von einer Organisation kontrolliert wird, die bekanntermaßen jegliche Opposition einfach entführt oder ermordet. Da wären mir Raider vor den Toren definitiv lieber. Die Leute dazu zu bringen, einem zuzuhören, das ist ein Kampf für sich. Hört sich anstrengend an. Kein Witz. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Ganz deiner Meinung. Wie beschützt du dich und deine Leute, wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast? Ganz genau. Aber den meisten Leuten ist eine bequeme Lüge lieber. Mir nicht. Ich habe selbst erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen im Commonwealth auf, in einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz. Ich halte uns die Raider vom Leib und die Meyerlurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete, dass er bestimmt die Raider nie zurückkommen irgendwie, ne? Ich habe ihm das nicht abgekauft. Mayburn. Und Forschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Was ist dann passiert? Wir haben uns durchgeschlagen. Meine Schwester war noch recht jung und meine Mutter war nicht da. Also lebten wir eine Weile von der Güte unserer Mitmenschen. Irgendwann hatte ich genug gespart, damit wir beide per Karawane in die große Stadt reisen konnten. Und die nennen wir seitdem unser Zuhause. Du hast die Leute dort gerettet? Nein. Die Leute haben sich selbst gerettet, weil sie die Wahrheit kannten. Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Also, sollen wir los? Ja. Aufgepasst. Ich konnte mit der ja irgendwie nichts sagen. Mit Ärger zu finden, oder? Das will ich schon wieder. Kann ich nichts dafür. Hey, ich bewerte ja, das gar echt so. Nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge ich will weitermachen, hallo? Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges mit. Ich habe dich doch fast noch nie mitgenommen. Warum willst du so oft reden? Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Ich bin auch froh, dass du hier bist, Piper. Danke, Blue. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Also, nenn mich nicht du Blue. Verschwinden? Aufgepasst. Wohin? Weißt du siehst aus, als könntest du das hier wirklich brauchen.
Die Dinge haben mir buchstäblich das Leben gerettet. Okay, die folgt mir schon, okay. Ja, in der letzten Folge haben wir Earl gefunden. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, in welchen Bezug da auf die Story irgendwie einen Einfluss hat, aber okay. Ja, du folgst mir sehr wohl. So, und ich wollte mal, ich glaube, ich in Tour meiner Basis alleine leben. Weil wenn ich habe versucht, alle meine Verbündeten in der Basis reinzuschicken, aber die sind die ganze Zeit am Reden. Ja, die ganze Zeit. Weißt du, ich mach eine Sekunde Pause oder so. Hier, guckt euch das mal an. Hier, ich gehe mal in der Nähe von Strong. Der redet ununterbrochen. Der macht noch nicht mal eine Sekunde Pause. Die ganze Zeit. Hört euch das an. Ein schlechter Anführer. Strong sein froh, dass er weg. Eins, zwei. Strong wollen kaputt hauen. Eins, zwei. Okay, zwei Sekunden Pause. Töten alles. Eins, zwei. So viele Menschen. Nicht viele Supermutanten. Strong hoffen, wir finden bald Milch der Menschenliebe. Alter, ehrlich? Oh, er macht mal Pause. Oh mein Gott. Jetzt redet er wieder. Wisst ihr, ich bin irgendwie so an meinem neuen Zuhause, als ich gerade am Bauen bin, am Bauen, hier die ganze Zeit so duff, duff, duff und die ganze Zeit brrr, Menschenliebe, brrr, kaputt hauen, brrr, Strong, brrr. Ja, die ganze Zeit, ey. Meine Güte. Und wenn du jetzt 3-4 Leute da irgendwie am Wohnen hast, in deiner neuen Basis, dann sind die alle ununterbrochen am Reden. Niemand macht da irgendwie 2 Sekunden Pause, andauernd. Ja, das können die doch nicht machen. Boah. Jedenfalls, mein Gott, ist meine Strahlung gerade hoch, merke ich. Ich habe die Mission mit dem Earl hier mal angeschmissen. Machen wir da mal weiter. Ich weiß nicht mehr, in welchem Bezug die irgendwie auf Story einen Einfluss hatte. Aber machen wir die. Vor allem Piper will jetzt hier direkt 3-4 Gespräche führen, ne? Ich rede die ganze Zeit mit Valentine, den ich die meiste Zeit mit habe. Oder mit Kate. Oder Strong. Keiner von denen will reden. Piper habe ich, glaube ich, nur ein einziges Mal mitgenommen bis jetzt. Die will direkt 2-3 Gespräche führen. Vor allem, die fragt mich die ganze Zeit. Du benimmst dich immer anständig. Ich kann nicht mal irgendwas anderes dazwischen machen. Ich konnte ihn noch nicht mal wegschicken oder so. So, was wollte ich jetzt hier? Wo muss ich jetzt hin? Ich muss mit jemandem namens Ellie reden, glaube ich. Boah, echt, das mit den Verbündeten müssen die echt patchen. Weil so geht das nicht. Also du willst hier echt so eine geile Basis bauen mit Leuten, Verbündeten da drinne und die sind die ganze Zeit am Reden. Das kannst du auch nicht machen. Schon wieder das Spiel? Na also. Lass dir Zeit. Leute, die lesen können, zahlen meine Miete. Ja, wo ist denn die hier? Ich habe schon 3-mal aufgehoben jetzt. Entschuldigung. Hast du herausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Der ist tot. Earl ist nie abgehauen. Doc Crocker hat ihn bei einer verfuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht? Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Naja, verrottet irgendwo. Irgendwo? Was hast du... Oh. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, dass du das durchmachen musstest. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Hab einen Fall, okay. Spurlos verschwunden einfach. Level up, level up. Nein. Gut, haben wir schon mal eine Mission wieder erledigt. Ich habe, wie ich festgestellt habe, in dieser einen Fort Strong, habe ich, glaube ich, hieß das, ne? Habe ich einige technische Dokumente gefunden. Glaube ich. Ich hatte auf jeden Fall 2 im Inventar, nachdem ich da reingegangen bin, nochmal. Und ja, weiß nicht, ob ich die jetzt abgehen soll oder nicht. Ich könnte schon wieder hier für die was machen, aber das zieht sich, glaube ich, bis ins Ende hier durch, ne? Machen wir jetzt mal hier für die Railroad irgendwas.
Da müssen wir einmal mit dem Doc sprechen und einmal den toten Briefkasten leeren. Okay. Können wir, komme ich noch mal hier so schnell? Ja, mach mal das mal weg hier so lange. Ja, wo ist das Hauptquartier der Railroad? Ja. Hm. Oder ist irgendwo anders? Okay. Ja, mal dahin. Ah ja. Upsala. Stimmt. Entschuldigung. Hier war einfach nur so eine Mission. Detektivmäßig. Wusste ich jetzt nicht mehr. Ist schon so lange her. Okay, machen wir mal Old Corner Bookstore. Und finden den Doktor. Der ist doch, glaube ich, in der Basis der Railroad. So muss ich ihn dann da hin? Müsste ich da nicht zum Dingens hin? Zu dieser Kirche? So, beispielsweise kannst du Karawanen zu weißen Lehnen einrichten und Werkbänke bauen. Hm. Aber ich glaube, müssen die echt patchen. Weil die ganze Zeit sind die am Quasseln. Das geht doch nicht. Das ist doch mehr als nervig. Ich habe mir so eine geile Basis bis jetzt gebaut, die ich irgendwann mal zeige, und habe da so viel Platz und niemand kann da wohnen, außer ich jetzt anscheinend, weil der Einzige, der die Klappe hält, ist Cotsworth. Und der Hund wahrscheinlich, den sollte ich vielleicht auch noch einladen. Aber sonst alle können die nicht machen. Hallo? So, hier ist der Box. War ich da schon mal drin? Ich glaube nicht, ne? Was war das? Oh ne, das fängt schon wieder geil an. Ich glaube, ein bisschen habe ich was verbessert von meinem... Hey! Kannst du das wagen? Eine Lady einfach so... zu suplexen. Oh Mann. Da sind schon wieder 10 Minuten verschwendet, merke ich gerade. Also die ersten 10 Minuten, ne, sind in jedem Part passiert da entweder nichts, weil ich von irgendwann aufgehalten werde, oder ich verreck die ganze Zeit und ich verpiss mich von dem. Warum muss ich nämlich auch sehen? Warum hat mich die Granate mit einem Schlag erledigt, ganz ehrlich? Gibt's doch einfach nicht. Na, die können wir mal ignorieren. Och Mann. Och. Gehen wir zum toten Briefkasten. Gute Idee, ne? Ja, okay. Gehen wir da rein. Mein Gott, ey. Konnte der nicht da speichern? Das stimmt, da tut er mal vorne schnell Reise speichern. Ja. Ist aber, wenn ich Schiss hab, dass ich im Spiel schon alles entdecke, bevor die DLCs rauskommen. Und dass die DLCs kommen bestimmt noch 1-2 Jahre später erst raus. Deswegen. Speichern wir hier. Was ist das hier nochmal für ein Ort? Ich bin nicht mit dieser Siedlung verbündet. Hi. Hey, hallo. Wir stecken hier in Schwierigkeiten. Vielleicht kannst du uns helfen. Aber natürlich. Ich helfe euch gerne, wenn ich kann. Es sind diese verdammten Grünhäute, die Supermutanten. Wir können uns vor ihnen nur verstecken oder flüchten. Sie nehmen alles mit, was... Irgendwann muss ich doch jede Siedlung hier gerettet haben. Und wenn wir sie mal nicht kommen sehen, sind wir alle tot. Wir können so nicht weiterleben. Bitte, du musst uns helfen. Um die Supermutanten gekümmert, was? Ja? Ich habe diese Supermutanten für euch erledigt. Ich weiß noch nicht mal wo, ne? Das sind großartige Neuigkeiten. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern wird. Was?
Okay. Ich habe einfach mal so eine Mission erledigt. Ja, kein Problem. So, ihr Schutz, ihr habt doch meistens immer direkt. Ja, nee, habt ihr nicht. Ja. So, wer hat denn hier eine Knarre? Ist überhaupt nur jemand? Zwei Leute sind hier. Das ist auch keine Siedlung. Leute. So, Stahl brauche ich. Und alles in meinen richtigen Siedlungen. Wo ist denn der zweite? Warte mal. Ach, mach ich auf Screen, mein Gott. Jetzt sieht doch kein Schwein. So. Gut, haben wir die Mission erledigt. Einfach so, warum nicht? Müssen wir da hin. Und ich sollte mal einen Right Away einsetzen. Ich habe nur zwei, was? Hab ich alle eingelagert? Bin ich eigentlich irre? Ah. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Krieg Strahlung. Hey. Der bevor ich ehrlich gesagt die meisten Munition gerade. Glaube ich überhaupt richtig? Ja. Ist da alles? Oh nee. Müssen immer legendäre Viecher auftauchen, ehrlich. Müsst nicht alle auf mich losgehen, ne? Die ist auch noch da. Aha, es ist wieder so ein Gegner, ehrlich. Wenn ich mit einem Schlag fertig macht. Ja, ich bin tot. Und zweimal getroffen. Ja, okay. Ey, das ist immer so kacke, ne? Warum muss ich überall, wenn ich irgendwo vorbeilaufe, an legendären Gegnern vorbeilaufen? Ist ja nicht mehr normal. Also in jeder Gegnergruppe, die ich begegne, sind legendäre Typen. Dann gehen wir irgendwie einen Umweg. Bekommen wieder Strahlung hier voll. Oh nee. Die sind doch ein bisschen entspannter, ja. Ja, das war doch ein bisschen entspannter. Habe ich hier richtig? Ja. Da ist ein vierblättriges Kleeblatt als Ort. Okay. Ich glaube, ich habe eine Waffe oder so eingelagert. Und habe jetzt nur noch 144 Gewicht von 250. Irgendwo da hat vierblättrige Kleeblatt, macht mich jetzt irgendwie neugierig. Nee. Die ignorieren wir mal. Weil die werden uns nicht ignorieren, oder? Da. Wenn da nicht irgendwie eine Wackelpuppe drin ist, die irgendwie Glück gibt. Weiß ich auch nicht. Oh, schon wieder. Bang, 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 bang. Wow, sehr gut. Das war sehr gut, danke.
Oh Mann. Friss das. Ich wurde getroffen und bin jetzt tot, ne? Alter, guckt euch den Schaden an. Ist gut. Oh mein Gott. Was ist denn das wieder für ein Scheiße? Dann gehe ich eben über die Brücke. Will gar nicht da vorbei, ey, wenn das schon wieder heißt, gegen diese Viecher. Zwei Schläge, ehrlich. Zwei Schläge. Da bin ich froh, dass ich jetzt Rüstmeister hier hochlevel. Damit ich meine Ausrüstung verbessern kann, meine Klamotten mehr Verteidigung bekommen, also was. Das ist so was von Kacke, ey. Zwei Schläge von der Blayfliege und ich bin weg. Legendäre zwar, aber trotzdem. Das ist eine Blayfliege. Eine Fliege. Mein Gott. Gehen wir eben da rüber, einfach so. Übrigens weiß ich nicht, woran das liegt, dass einer der letzten Parts asynchron war. Ich habe den 3-4 Mal gerendert und irgendwie hat sich das Problem nicht geändert. Das interessiert jetzt vielleicht so Leute, die jetzt nicht so mit Videobearbeitung was zu tun haben, überhaupt nicht, aber ich tue ja die Tonspur immer trennen und tue dann die bearbeitete Tonspur über das Originalvideo rüber packen. Wenn ich dann ein Echo höre, dann heißt das sozusagen, ja, die sind so beide gleich. Wenn ich zum Beispiel gar kein Echo höre, dann weiß ich, dass Videos beide, also, what? Scan-Vorgang. Scan-Vorgang. Zugriff auf Vorkriegsdaten. Datensatz gefunden. 108. Infanterieregiment. 2. Bataillon. Ahoi. Die Vorsehung beschert uns in unserer größten Not einen Soldaten der Kongressarmee. Also was ich sagen wollte, ich tue halt über die über das Video legen, die Tonspur über das Video und ja, das bedeutet dann sozusagen, wenn ich ein Echo höre, das hat so gut wie synchron ist. Und so mache ich das immer und das ist auch dann relativ gleich. Also der Ton und das Video. Und das war auch bei dem Video so, aber aus irgendeinem Grund war das dann im Fertigprodukt, im Fertigvideo asynchron. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich hoffe, das wird nicht noch öfter passieren. So, jedenfalls, der Typ scheint zu wissen, wer wir sind und... Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Muss doch nicht gegen jeden hier... Muss doch nicht hier jeden hier anschießen, den du siehst. Das ist so ein Raider, ne? Ein Raider ist da. Wo kommst du her? Jetzt geht er mir auch noch. Jetzt geht er mir auch noch auf den Nerven und unterbricht mich. Jeder unterbricht mich, wenn ich was mache. Wo ist er? Hallo? Ja. Ich kann euch leider nicht plündern. Boah, warum? Oh, Alter. So. Aber. Mann, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Boah, treff den doch. Ist mein Strahl irgendwie geändert? Alter, ich treff den nicht. Das ist doch nicht wahr jetzt. Boah, ignoriere die, komm, wir reden. Weiß nicht, ich kam heute hier gar nicht voran in dem Part, kann das sein? Wo ist der eine Typ, ganz ehrlich?
Da, was zum Teufel? Und den triffst du nicht, Piper. Oh. Warte, du. Ich treffe den nicht, ehrlich. Willst du mich eigentlich verarschen? Weil der Typ da hinten hockt, ne? Komm ich hier nicht weiter. Boah. Ey, Junge. Warum backst du denn auch da oben fest? Ganz ehrlich. Alter. Boah, das gibt's doch einfach nicht. Boah, wenn ich da hochkomme, ne? Kommt man da hoch? Ich krieg die Krise. Spürst du das? Das nennt man Angst. Heute sagen wir nicht, ich muss extra da irgendwie reingehen und das. Hier ist immer noch jemand, aber ich sehe nichts. Was? Oh. Boah, gehen wir zur Mission einfach, ey. Scheiß auf das Ding hier, scheiß auf die Raider. Was soll, du willst reden? Nein, okay, dann gehen wir einfach weiter. Tut mir leid. Muss ich hin? Boah, jetzt will er mit mir reden wieder. Ja, hast du gerade schon gesagt. Ich war in der Armee, aber was ist die Kongressarmee? Befehl, Sir. Die dritte Proklamation. Alle Mitglieder der US-Armee sind hiermit Mitglieder der Kongressarmee. Der Captain erwartet sie auf der Brücke. Baldmöglichst, Sir. Die letzte Reise der US-Konstitution. Trifft den Kapitän. Okay, machen wir das. Das ist hier, okay. Na gut. Ups, nein. Geh mal rein, warum denn nicht? Wir haben jetzt Besseres zu tun. Ich bin von Alex, wir haben heute gar nichts erreicht. In diesem Part. Ja, super, ne? Okay. Ja, solche Parts muss es ja auch geben, um das Projekt in die Länge zu ziehen, nehme ich an. Filler. Ist ein Filler. So, muss ich echt ins Schiff reingehen? Geil. Okay. Warum führt ihr so einen Weg hin, wenn... Bei aktueller Geschwindigkeit erreichen wir unser Ziel in nicht definierten Stunden. Nicht definiert Stunden. Geil. Okay, dann beende ich den Part hier. Und wir machen in diesem Schiffchen hier weiter. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.